Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Frühlingswoche neigt sich nun dem Ende zu und ich wollte euch mal zeigen, was ich geschafft habe. Das erste Bild, der Frühlingsbaum mit Strassstein von Diamond Painting Deutschland. Dann das Schmetterlingsbild. Nummer 1, dann ein Osterbild und das Bild hatte ich gar nicht gezogen die Woche. Mal sehen, vielleicht klappt es ja heute. Das ist auch ein Strassbild mit dem Schmetterling, dann kann ich das mal gut vergleichen. Und gestern war ich noch fleißig gewesen. Und habe hier oben die Ecke noch gepaintet. Ich habe zwei AB-Steine noch gefunden, die ich noch habe. Da bin ich echt glücklich drüber. Und wir schauen mal, was zum Schluss hier rauskommt. Oder wie das Bild überhaupt aussieht. Heute drehe ich das letzte Mal das Glücksrad. Oh, hier ist irgendwas verkehrt. Hier sind nur Schmetterlinge drauf. Drehen. Guck mal, hier sind nur Schmetterlinge drauf. Hier, jetzt. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass nur Schmetterlinge, also nur eine Form. Das verändert sich immer mal. Das ist ja irre. Das letzte Bild, Schmetterling Strass, wo ich gerade eben gesagt habe, da habe ich noch gar nichts gepaintet in dieser Woche. Nun gut, dann fangen wir an mit Schmetterling Strass. Ich werde mal das Lightpad andersrum drehen, mir die passenden Steine raussuchen. Da hatte ich die Woche auch ein tolles Erlebnis. Ich habe die Strasssteine gesucht und hatte das extra gelegt, weil die eine Packung alle geworden ist, aufgegangen ist und die Steine hier überall rumlagen. Ja. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Bin bald verzweifelt. Ja, es sind sieben Steinchen. Da freue ich mich, dass ich das Bild auch noch beginnen darf. Und jetzt hat es sich gleich wieder in dem anderen Bild verfangen, die Folie. Ah, ich hasse diese Folie. Ich lege es mal zur Seite, damit ich das nachher in Ruhe wegmachen kann. Strasssteine. Das ist ja so ähnlich wie das andere Bild. Wenn wir das mal beide Bilder nebeneinander legen, einmal Strass und einmal Steine. Es war jetzt keine Absicht, dass ich das so mir kaufe. Das hat sich so ergeben. 30 mal 40 ist das Bild, hat sieben Steinchen, Strasssteinchen. Wie gesagt, die eine Packung hier, das Gelb, ist wahrscheinlich aufgegangen. Das ist die 04. Und deshalb, die 04 sind sogar noch AB-Steine, sehe ich gerade. Wahnsinn. Super schön, dann fangen wir auch gleich mal mit den AB-Steinen an. Ja, 04. Kontrolliere nochmal. 04.
Und das hat das Zeichen rund und oben ist zur Hälfte ausgefüllt. Ja, dann kann ich gleich hier unten anfangen. Ja, die Woche hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich habe wirklich viel an den Bildern gearbeitet. Das hätte ich dann sonst nicht so intensiv mir vorgenommen. Nächste Woche wird es erstmal ein bisschen ruhiger. Ich muss ja auch erstmal alles aufarbeiten. Da werde ich wahrscheinlich nur ein Projekt anfangen, noch ein zusätzliches. Und ab und zu an meinen Frühlingsbildern arbeiten. Hier sind so viele Steinchen drin. Dann nehme ich euch dann wieder mit. Mit einem Pin mit mir. Das kommt dann noch in die Frühlingswoche mit rein. Ich muss mal umschütten, die Steinchen. Das nimmt sich immer so schlecht raus hier. Aus dem Weißen. Schöne Abi-Steine. Ach so, das ist nur ein Teilbild. Das wollte ich noch mal sagen. Das müsste ich ja eigentlich auch schaffen. Jetzt geht schon wieder los. AB-Steine, die sich schwerer aufnehmen lassen. Da geht das Wachs immer sehr schnell zur Neige. Ich werde natürlich mein Augenmerk darauf legen, dass ich erstmal die Osterbilder schaffe. Der Stift. Der hat bestimmt noch ein bisschen mehr drin. Damit ich dann die Osterbilder aufhängen kann. Wir werden jetzt das den Schmetterling painten. Damit wir sehen, wie es aussieht. Ich werde mal das Fenster öffnen, mal horchen, ob die Vögel draußen wieder so singen.
Also ein Bild habe ich ja geschafft. Den Frühlingsbaum. Und da wollte ich mehr, weil das wirklich super tolle Qualität ist. Dann noch den Sommer, den Herbst und den Winter dazu bestellen. Jetzt haben wir hier ringsrum die gelben AB-Steine. Finde ich ja echt toll, dass es hier auch AB-Steine gibt. Also in allen Bildern eigentlich. Und wenn nicht, dann müsst ihr ja schon, dann mache ich mir die AB-Steine so, wie ich es brauche. Ich werde hier keine zusätzlichen AB-Steine reinnehmen, weil es sind welche dabei und das reicht mir schon. Jetzt guck mal hier mal nach dem blauen Kreis. Da ist ein blauer Kreis mit Gelb und dann ist, ach, das ist grün. Das ist die 5. Das ist ein 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da ist irgendwas schief gelaufen. Da ist irgendwas schiefgelaufen bei dieser Packung. Oh, die sehen auch schön aus. Oh, guckt euch das mal an. Na, da sind sogar noch ein paar andere mit dabei. Da bin ich ja echt gespannt. Wie das aussehen wird. Guckt euch das mal an. Solche Steine hatte ich noch nicht gehabt. Solche Strasssteinchen. Mit großen gelben oder goldenen Kugeln. Hier werde ich das nicht extra alles einsortieren, denn das lohnt sich nicht. Ich arbeite jetzt jeden Strassstein ab. Und werde mir nochmal meine Kiste holen, wo meine ganzen Beutel drin sind, meine ganzen kleinen Tütchen. Das sieht so schön aus. Da hatte ich ja eigentlich auch noch was bestellt. Ach, das ist... Wenn man immer so lange warten muss, ist nicht schön. So, ich suche mal die Beutel heraus. Ich mache ja gar kein großes Aufsehen. Ich schütte das hier rein und die Tüte mit der Nummer 5 kommt hier mit rein und da muss ich auch nichts beschriften. Es geht weiter mit dem nächsten und zwar das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz ist die 03. 1, 2, 3. Immer noch dabei zu überlegen, wie ich die Strasssteine sortieren kann, wo keine Nummer drauf steht. Denn jeder beschriftet ja anders seine Strasssteine. Gelbe Strasssteine. Ich werde mal noch mal. Ja, oh, jetzt sieht es schön aus. Prima. Noch ein bisschen runterzoomen, damit ihr das besser seht.
Hört ihr die Vögel? Hier ist noch eins dabei. Da werde ich, das ist der, ach, das ist der halbe Kreis. Hier kommt noch ein AB-Stein. Hatte ich vergessen. So, bin schon fertig. Hier ist noch ein kleiner Schmetterling mit AB-Stein. Ja, dann werde ich das erstmal gleich wegsortieren, bevor es wieder weitergeht. Da brauche ich eine größere Tüte. Das ist die Nummer 3. Ich lege das Beutelchen von Nummer 3 mit rein und spare mir viel, viel Zeit. Das ging jetzt aber schnell. Hier wieder zusammen. Na, bloß gut, dass man so viel Stifte hat zum Arbeiten. Ich habe jetzt meine Stifte mit einem Viereraufsetzer, Mehrfachaufsetzer bestückt. Dann habe ich einen mit einem Zweier, einen Vierer, mit einem Dreier und mit einem Fünfer. Das ist kaputt, das Steinchen hier. Das kann ich gleich in meine Abfallkiste. Hier sammle ich in meine Abfallkiste. Das ist so eine durchsichtige Kugel und irgendwann wird die Kugel bestimmt voll werden. Ja, also Mehrfachaufsetzer war mal stehen geblieben. Da habe ich dann noch einen 6er und einen 8er. Und das reicht mir eigentlich aus erstmal. Ja, wie gesagt, werde ich die Osterbilder jetzt erstmal nächste Woche weiter pinnen, intensiv. Denn die Schmetterlinge sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Weil da habe ich noch ein anderes Projekt geplant mit den Schmetterlingen. Aber das dauert noch eine Weile. Eins nach dem anderen. Ich möchte das ja auch dann zum Schluss zeigen, wie es fertig ist. Das ist eine schöne Größe, 30x40, da gibt es wirklich bei Action die passenden Rahmen dazu. Jetzt weiß ich nicht, ob 30x40
Ob das die Leinwandgröße ist, werde ich gleich mal gucken. Ah, 25. 25 mal 30 mal 35. 25 mal 35. 25 mal 35. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich so einen Rahmen ringsrum mache. So, dann haben wir hier die lila Pfeile, das ist die Nummer 1. Da ist eine ganze Menge davon. Die 1. Silber. Das ist ja eine tolle Farbe. Ihr müsst mal bei meinem Unboxing gucken. Das habe ich bestimmt auch mit drin gehabt, falls ihr wissen wollt. Ach, guckt euch das mal an. Wo man diese tollen Bilder bekommt. Das sieht schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Und ich habe auch gemerkt, dass bei Strasssteinchen immer mehr da sind. Also ich habe noch nie gehabt, dass mir was gefehlt hat. Und wenn, habe ich so viel Strasssteinchen da. Dass ich da keine Not habe, wenn mal was nicht reichen sollte. Eben wie gesagt, nur mit der Aufbewahrung, da bin ich mir echt noch nicht im Klaren, wie ich die sammle. Ich habe ja noch von den Weihnachtskarten auch noch so viel Strasssteine übrig. Auf alle Fälle werde ich sie nach Farben sortieren. Das ist auch so ein kleiner Schmetterling. Schaut mal. Ist er nicht süß? Oh, das ist so schön. Ich habe ja schon mal einen Schmetterling auch. Waren auch Strasssteine. Das müsste eigentlich auch bei, ich weiß gar nicht, in welchem Projekt ich das reingemacht habe. Da habe ich ja auch gezeigt, von Anfang bis Ende. Zwar auch im Zeitraffer, aber ich habe das komplette Bild gepaintet und auch gefilmt. Jetzt sind hier die Bänder, das ist die Nummer 2. Jetzt wieder eine Tüte suchen. Das war die Nummer 1. Und
Ich war übrigens vorige Woche, nee, die Woche nochmal bei Action. Es gibt diese Osterkarten noch zum Painten. 5 Stück mit allem drum und dran, mit Steinen allem drum und dran für 1,69. Ideal für Kinder. So, das ist die Nummer 2. Hier stehen die DMC-Nummern drauf, das ist die 85. Und die 1 ist die 1. Was sind das für eine DMC-Nummern? Na gut. Ja, die Steine sehen so ein bisschen grau. Grün. Graugrün, das ist auch eine schöne Farbe. Ja, das hat DMC Nummer 85. Vielleicht in der Firma, ja. Ist ein bisschen dunkel für meinen Geschmack. Aber passt gut zum Hintergrund. Schmetterlinge fliegen ja auch im Sommer. Und da kann man das auch im Sommer weiterführen oder dann anhängen. Oh, das sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Ja, das wäre wirklich schön, wenn ich mal wieder ein paar Bilder fertig kriegen könnte. Dass ich auf dem Fußboden wieder mehr Platz habe zum Laufen. Es liegt ja nicht nur das Bild auf dem Fußboden, es liegen ja dann auch die Steine dazu und ja. Ach na, das ist, sehe ich schon hier. Das werde ich wohl ganz schnell wegpainten können. Würde man sagen, in der Mittagspause. Ja, zum Abschluss kann ich wirklich sagen, dass mir das Spaß gemacht hat. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging mit dem Roulette. Wäre schön, wenn ihr mal in den Kommentaren schreiben würdet, wie ihr das empfunden habt mit dem Roulette und dann den Bildern, mit den verschiedenen Bildern. Ich finde immer, das ist so schön abwechslungsreich. Es wird garantiert noch mal ein Roulette geben. Da habe ich schon wieder ganz viele Ideen.
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich ganz, ganz, ganz doll freuen über ein Like, damit ich sehe, erstmal ist es ja auch eine Wertschätzung, und damit ich sehe, dass ich sowas auch weiterführen kann. Denn das nutzt ja nichts, wenn ihr euch das nicht anguckt oder euch nicht gefällt. Na gut. So, ich nehme euch noch mal mit hoch, damit ihr das ganze Bild noch mal seht. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Celine.